das wollte ich als Kind werden. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher zu fragen, was ich nicht werden wollte als Kind. Ich kam immer so jede Woche zu meinen Freundinnen in die Schule und meinte so, habt ihr schon davon gehört? Das will ich jetzt werden. Und dann nächste Woche genau dasselbe. Der beste Rat meiner Mutter. Meine Eltern haben mir zu viele gute Ratschläge gegeben, als dass ich die jetzt hier ranken könnte. Meine heimliche Schwäche. Ah, leider Schokolade. Sie ist leider viel zu häufig nicht vegan und nicht fairtrade. Also auf jeden Fall eine Schwäche. Ich habe unterschätzte Talente als Reden schreiben. Mein Vorbild. Es gibt viele coole, starke Frauen. Also die Pussy Riot Girls waren für mich sehr wichtig. Malala natürlich, aber auch Yusra und Sarah Mardini und am Ende auch Greta. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. I just do it. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. So rein zeitlich gesehen, auf jeden Fall, dass die Klimakrise kein Thema mehr ist. Das wäre schön. Turi 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.